Da seid ihr ja, Leute. Erstmal willkommen zu meinem Video. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum der Ton auf einmal so anders ist. Und genau das kann ich euch jetzt in diesem Video beantworten. Und es geht auch in diesem Video so ein bisschen darum, um den ganzen Ton und um Haufen andere Themen. Weil wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen, zumindest aktuell. In dem Video, was kam, da war es schon Ewigkeiten gefühlt her. Ich werde euch heute ein bisschen was erzählen rund um das Thema Ton, rund um das Thema Schmücken, weil ich will euch mal mit euch heute so ein bisschen mein Zimmer gestalten mit dieser Lichterkette und mit diesen ganzen anderen Sachen, die ihr hier seht. Und auf jeden Fall geht es um diesen ganzen Ton mäßig, aber ich würde sagen, ich nehme euch jetzt erstmal mit und erkläre euch erst den Ton, dann den Führerschein und dann das. Und zwar ganz, ganz einfach jetzt erst gesagt. Ich habe mir was Neues überlegt und zwar, wie mache ich den Ton ganz schnell richtig geil. Und da ist mir auf jeden Fall extrem was Gutes eingefallen. Und zwar habe ich ja das Mikrofon gehabt, das hat mir Fabian wieder zurückgesendet. Auf jeden Fall danke dafür und ich hoffe, du hattest Spaß damit. Und jetzt habe ich das für diese Kamera, aber diese Kamera hat ja keinen Mikrofonanschluss. Da musste ich mir jetzt was überlegen. Ich habe ja so ein Tripod, heißt, du kannst drei Sachen auf diesen auf die Stativ bauen, heißt so ein Dreierverteiler sozusagen. Unten das Mikrofon, links die Kamera, rechts das Handy. Das sieht echt, echt crazy aus, muss ich echt sagen. Jetzt habe ich gerade das Mikrofon, das Ansteckmikrofon auf dieser Kamera und ich hoffe, das funktioniert alles. Es sieht zwar ein bisschen crazy aus, auf jeden Fall wird der Ton in den nächsten Wochen noch besser mit diesem anderen Kabel. Und ja, ganz einfach, ich hole mir dieses Kabel. Und dann gibt es das andere Mikrofon. Solange aber filme ich mit dem. Ich denke mal, das wird auch nicht so schlimm sein. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit meinem schlimmsten Thema an. Und zwar dem Führerschein. Viele wissen ja, dass ich den Führerschein in Cottbus gemacht habe. Und das ist ein ganz, ganz heikles Thema für mich gewesen. Fangen jetzt mal ganz normal an. Und zwar in dem Video, wo ich das erwähnt habe, habe ich die theoretische Prüfung gehabt. Und ich habe die auch bestanden beim ersten Mal mit 3 Fehlerpunkten. Was auch meiner Meinung nach eigentlich gar nicht schwer war. Also da sollte sich wirklich keiner einen Kopf machen. Die Theorieprüfung ist eigentlich echt einfach. Du musst nur wirklich das lernen, was da vorkommt und den Rest, der kannst du alles logisch erschließen. Aber jetzt kommen wir zu meinem Erzfeind und zwar der Praxisprüfung. Ich hatte die Stunden dort durch und bin dann an meine Praxisstunden gegangen. Da waren die ersten Stunden natürlich, wie es immer so ist, ein bisschen holperig fing es an. Dann ging es auf einmal richtig gut und das hat sich dann auch durchgezogen. In den Stunden war ich echt, als ob ich schon 10 Jahre Auto gefahren habe. Das kennen aber viele wahrscheinlich von euch. Und dann kam die Prüfung. Die Prüfung hatte ich eigentlich im Oktober. Da hatte ich eine souveräne Prüfung abgelegt. Wirklich keinen einzigen Fehler. Der Zettel war komplett weiß. Und dann kam mein Fehler. Und zwar habe ich mit der Situation so schnell abgeschlossen und habe ein Stoppschild. Ja, ich stand ganz kurz, meine ich zumindest. Ich bin auf jeden Fall nicht drüber gerollt und weitergefahren, sondern ich stand wirklich kurz. Bin dann los, dann sagt der Prüfer, bitte rechts anhalten, sie sind durchgefallen, sie haben nicht vorausschauend gewartet. Ja, nicht so schlimm. Dann war die zweite Prüfung. Auf einmal den Tag vorher wurde ich wirklich so, ich habe so gezittert, ohne Witz. Wirklich, das war eines der schlimmsten Sachen. Und dann hatte ich die Prüfung gehabt. Die Prüfung an sich ganz gut. Ich war aber viel zu aufgeregt. Das war der ganze Fehler daran. Ich war viel zu aufgeregt. Ich hatte jemanden indirekt die Vorfahrt genommen. Deswegen bin ich das zweite Mal durchgefallen. Was heißt indirekt? Die Kreuzung war halt so versetzt, dass die eine Straße, wo ich rauskam, war hier und da hinten war die andere. Also es ging so eine schräge Kreuzung. Ist der eine auf die Linksabbiegerspur, wollte links lang und dann bin ich gefahren, weil ich dachte, die Kreuzung war so versetzt, dass ich jetzt fahren kann, weil es schon wieder eine andere Einfahrt ist. Aber hat der Prüfer mir das erklärt, dann bin ich ein zweites Mal durchgefallen. Und dann beim dritten Mal, jetzt vor einer Woche ungefähr. Ja, morgen vor einer Woche. Und da war die Aufregung noch größer. Ich habe wirklich auch die ganze Zeit wieder so gezittert. Das war eines der schlimmsten Sachen für mich. Habe ich schon wieder die ganze Zeit während der Prüfung die Prüferin gefragt, so diese Sicherheitsfragen. Das, was man eigentlich nicht soll, was Unsicherheit eigentlich ausstrahlt. Und dann war ich 10 Minuten vor der Prüfungsende. Ich dachte, scheiße, wieso fahren wir wieder zur Dekra-Stelle? Beziehungsweise bei mir war es einfach ein Parkplatz vor Kaufland. Sind wir zurückgefahren, ich denke mal, scheiße, 10 Minuten vorher, sicher wieder durchgefallen, muss ich jetzt ein viertes Mal ran. Aber nein, dann hat sie mir gesagt, Herr Noack, Sie haben bestanden, herzlichen Glückwunsch. Und dann hatte ich den, jetzt, ich habe den Schein jetzt endlich. Aber es war wirklich nicht einfach, also für mich war es nicht einfach. Ich finde, normale Prüfungen in der Schule sind überhaupt nicht stressig, auch wenn ich da mal eine scheiß Note schreibe, ist einfach kackegal. Aber bei der Prüfung war es so, dass ich wirklich jedes Mal so extrem aufgeregt war
Und das war einfach der Horror für mich. Und ich habe das zum Glück jetzt durch, habe den Führerschein und darf jetzt begleitet Auto fahren. So, und zwar, das nächste Thema ist Zimmerumgestaltung. Und diesmal wirklich. Nicht dieses, was ich immer sage, sondern diesmal wirklich. Ich möchte viel in meinem Zimmer verändern. Ich sage euch jetzt nur mal das Gröbste. Und zwar möchte ich mir einen Mini-Kühlschrank holen für mein Zimmer. Das ist einfach das Geilste, dass du einfach mal so rechts nebengreifen kannst, holst eine Cola-Flasche und hast ein kühles Getränk. Oder was weiß ich, eine Wasserflasche oder was ihr trinken wollt. Das möchte ich mit euch zusammen machen. Einen Tisch dafür bauen und. Ich möchte das Smart Home-mäßig mit dem Namen, was ich gerade nicht aussprechen möchte, sonst geht das Ding an, möchte ich ein bisschen erweitern, dass ich alles sprachsteuern kann in diesem Zimmer. Das möchte ich alles machen. Dann möchte ich noch eine Verbindung machen von Xbox zu Computer, aber das erzähle ich euch dann alles nochmal im Detail, wenn ich das wirklich mache. Und das sind einfach so Planungen, also was euch in den nächsten Wochen erwartet, das ist auf jeden Fall ein riesen Plan. Ich habe mir hier so viel aufgeschrieben. Ja, eine Sache dreht sich um dieses schöne Ding. Und zwar ist es dieses, ja, nicht mehr aktuellste Gerät, und zwar, wie viele ihn schon kennen, der Nintendo DS. Darüber möchte ich ein Oldtime-Video machen, genauso wie über das iPhone. Dann möchte ich noch in der Winterzeit jetzt ein bisschen was über das Thema Winter machen, Weihnachten. Und es erwarten euch Reviews, Blogs, Unboxings, Lost Places, Fußball-Challenges, alles drum und dran. Dann auch so Informationsvideos um das Thema Zukunft, vor allem bezüglich Smart Home. Aber das werdet ihr dann erfahren, wenn es dann wirklich rauskommt. Ich will nicht euch zu viel versprechen. Es kommt auch noch ein Video für meine Pläne für 2019. Zum Vergleich der Ton von der Kamera. Das ist natürlich nicht so gut wie der Ton. Denn ich will euch mal kurz was zeigen, was mir heute passiert ist. Irgendwie finde ich es erleichternd, weil jetzt ist es endlich passiert. Und ich werde jetzt mehr Vorsicht darauf geben. Zum anderen finde ich es aber auch richtig scheiße. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ja, sieht man sehr gut. Mir ist mein Handy runtergefallen. Das ist mir schon sehr, sehr oft passiert, aber diesmal ist es wirklich gerissen. Ich bin ein bisschen froh, dass es mal passiert jetzt ist. Dann weiß ich auf jeden Fall für die Zukunft, dass ich das besser machen muss und dass es mir nicht mehr passieren sollte. Alter, heftig.